sorry. Ich kann da, ich glaube, auch im Namen der Mannschaft nur Danke sagen für diese positive Atmosphäre, die, die unsere Fans uns heute hier geboten haben. Und das zeigt, dass sie eben auch, glaube ich, gesehen haben, dass die Mannschaft die Situation richtig angenommen hat und dass sie sich versucht hat, auch zu wehren. Und auf der anderen Seite eben auch von Fanseite eine totale Unterstützung geben will. Ich denke, das ist großartig und sage ich Danke und sage die Mannschaft Danke. Wahnsinn heute, wirklich. Muss man auch nochmal hier im Namen der Mannschaft großes Kompliment machen an die Fans. Das hat uns sicherlich auch beflügelt. Es war Wahnsinn, was jetzt immer noch los ist. Draußen sind immer noch unsere Fans, die, die dort feiern. Und großes Kompliment nochmal an die Fans, die hier waren. Hat sich schon fast so wie ein Heimspiel angeführt. Es war schon auch schon ein Gänsehautmoment. Also es haben wir so nicht erwartet und ich denke, das gibt uns gerade für nächste Woche sehr viel Kraft auch. Und ich denke, nur gemeinsam geht's. Das hat's heute auch gezeigt und wie gesagt, wir müssen die Kraft, die uns die Fans gerade auch heute gegeben haben, mitnehmen in die nächste Woche. Schön, wenn die Fans so hinter der Mannschaft steht. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich in der Situation. Und ja, man kann sehen, was wer dafür ja, für super tolle Fans hat. Und das ist, glaube ich, einmalig. Das ist die Unterstützung, die wir brauchen einfach, die alle hier im Verein brauchen. Und so muss es weitergehen. Und dann werden wir auch drinnen bleiben. Ich bedanke mich genauso. Ja, und sage auch, das ist toll. Und das ist auch ein Zeichen, sage ich mal, dass, ja, dass, dass eben ein positives Zeichen auch von den Fans kommt. Was der Verein an ihm hat. Ich denke, das ist ganz wichtig und man sieht, die Fans stehen hinter allem. Das ist, glaube ich, noch wichtiger als alles andere und das ist die Hauptsache und das zählt.